So, wir sind zurück zum nächsten Spiel zwischen, also in der ESL, im ESL Weekly Cup Nummer 76 zwischen Executive Gaming und Danger Seekers. Danger Seekers hatten im letzten Spiel ein doch sehr verzögertes Ereignis, hatten das aber souverän, würde ich jetzt mal sagen, gegen die Leute von Vengeance gewonnen. Executive hatte einen Deathwind, ist dementsprechend wahrscheinlich ausgeruht, aber hatte sich noch nicht einspielen können vielleicht. Von daher bin ich gespannt. Beide Teams treten gegeneinander an und es wird spannend. Executive Gaming hatten es, glaube ich, im letzten Cup ins Viertel- oder Halbfinale geschafft. Ich glaube, ins Halbfinale geschafft, wo sie dort gegen The Chosen Ones ausgeschieden sind. Bin gespannt, ob sie jetzt auch wieder so weiterkommen. Dadurch, dass The Chosen Ones diesmal nicht mitspielen, rechne ich ihnen zumindest Chancen aufs Finale oder Halbfinale an. Auf jeden Fall ein relativ gutes Team. Die Frage ist, ob sie gegen Danger Seekers gewinnen können, was dieses Spiel natürlich zeigen wird. Ist ein Best of One. Dementsprechend gibt es hier keine Fehler, die man machen kann. Und ja, pack deine beste Pocket Strat aus und ab dafür. Mal schauen, ob da beide Teams was für haben. Die Bans sind doch straightforward, noch kein Lycan, aber ist ja auch nicht so oft hier gerade im Meta drin. Für mich ist Lycan so ein bisschen Hassheld, weil es ist doch dieses so, du hast einen super Fight und du bist gut vorne und dann passt halt kurz nicht auf und dann sind deine Racks weg und es ist halt so, mau. Aber ich bin doch so weit vorne, aber nein, Lycan, reißt deine Base ein. Da bin ich halt auch gerne mal zu sehr auf den Teamfight fixiert, um da halt drauf zu achten, wait a minute, das sind nur vier. Wo ist denn da der Like? Oh, scheiße, mit dem T3. Oh, er ist down. Oh, okay, ja, TP raus. Jetzt im Teamfight ist jetzt auch scheiße. Deshalb finde ich den relativ böse zu spielen gegen. Aber gut, Timasaur wird für Executive Gaming gebannt. Vielleicht haben sie eben geguckt, Danger Seekers hat einen relativ guten Timasaur und bannen den erstmal. Aber ziemlich viel des Timasaurs, was im letzten Spiel so gut funktioniert hat, war auch einfach der Space, dem gegeben wurde. Ja, ist die Frage, ob sie ihn nochmal picken und Danger Seeker gehen mit dem Skywrath Mage First Pick, was wir auch im letzten Spiel gesehen haben. Und was auch sehr gut funktioniert hat, muss man dazu sagen. Ein Skywrath Mage, der nach dem Force Death in der Bottle und irgendwie mit dem Carry Level 11 als höchstes Level über das Spiel läuft und dann halt irgendwie ein Troll Degen und ein Troll BKB baut, das kann man gerne nochmal picken. Definitiv. Und ich glaube mal, Danger Seekers werden jetzt hier nicht so sonderlich abweichen vom letzten Mal. Letztes Spiel war Skywrath Mage, Wraith King, Dingens, also Timasaur, und in der Mitte eine Viper und Safe Lane alleine eine Legion Commander. Ich weiß nicht, wie das mit der LC aussieht, aber zumindest der Rest würde ich sagen, als Core kann man ihn durchaus sehen. Viper bin ich mir nicht sicher, ob sie den bekommen. Timasaur bekommen sie jetzt ja nicht. Aber so eine Offlane ist schnell gefunden. Die liegen ja wie Sand am Meer rum. Na gut, Titan ist raus. Timasaur ist raus. Doom ist raus. Void ist raus. Okay. Irgendjemand mag keine Offlaner. Aber ja. Sind halt eben. Die Helden sind halt am stärksten, die man alleine gegen drei schicken kann, die nur XP brauchen und dann trotzdem das Spiel rocken. Also seriously, eine bessere Charakterisierung für gute Helden gibt's ja auch nicht so wirklich. Death Prophet, okay. Mal wieder, altes Meta, let's push. Death Prophet wurde im letzten Spiel ignoriert, obwohl sie komplett drin war. Dieses Mal scheint es aber wohl ein bisschen auf Push zu gehen. Und Executive Gaming will zeigen, dass es hier immer noch funktioniert. Kann durchaus sein. Die Frage ist halt immer nur, wie weit man auf Push geht. Ob sie jetzt hier wirklich All-In gehen, was selten der Fall ist, oder ob sie halt einfach eine Death Prophet haben. Ja, gerne mal für sich selber mal so den 1, 2, 3 T1 Tower wegpusht. Wenn gerade irgendjemand nicht hinguckt. So, aber wieder relativ viel Zeit doch auf den zweiten Pick. Neben der Death Prophet sind sie sich wohl noch nicht so sicher, was sie jetzt picken wollen. Dire
Naja, geben wir hier mit dem Pugner. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich All-In ist. Also Pugner Death Prophet so push, push, push. Denn Pugner hat jetzt auch mit dem Lifetrain in freundliche Helden doch ein relativ guter Support für eine Death Prophet. Besonders halt auch gegen den Skyrath Mage. Und daher habe ich halt eher das Gefühl, dass es wegen zum einen Lifetrain in Death Prophet rein, zum anderen natürlich wegen dem Nether Ward, der Skyrath Mage ziemlich auseinander nimmt, würde ich eher sagen, dass es deshalb gepickt wurde. Die Crapify hilft halt auch Death Prophet. Und natürlich der Nether Blast. Hilft so ziemlich alle. Beim Tower Pushen, beim Heroes Killen, beim Farmen. Von daher glaube ich eher, dass es ein Support-Pick ist, beziehungsweise einen unterstützenden Pick. Muss jetzt nicht unbedingt Support gespielt werden, aber ich glaube nicht, ist es dieses, okay, wir holen so viele Tower Pusher wie möglich und rennen die Base ein. Glaube ich nicht, dass es ein All-In-Push ist, aber wahrscheinlich der Dritte entscheidet's. Sehen wir mal, ob das dann doch noch so wird. Brewmaster, ja, was sage ich dazu? Sollte relativ super dagegen funktionieren. Wait. Na, doch passt, okay. Nevermind. Ja, Shadow Shaman wird hier gebannt. Definitiv Danger Seekers denken, dass es All-In-Push wird. Oder zumindest, dass sie doch mehr Pusher nehmen würden. Dementsprechend Shadow Shaman bannen hier richtig und sehr wichtig. Ob sie halt jetzt mit dem Lashrack gehen wollen, glaube ich aber eher nicht. Also so als, okay, wir haben Shadow Shaman und wir haben einen Lashrack, die halt von Abilities her die perfektesten Pusher da sind. Ja, den LC-Bann. Executive Gaming hat definitiv an sich angeguckt, was Danger Seekers im letzten Spiel getan haben. Ist halt der Nachteil. Also klar, sie hatten einen Defense, sie hätten so oder so machen können, aber im Prinzip ist es ein Nachteil, den Danger Seekers jetzt. Ja. Es ist fair, weil Danger Seekers haben auch 45 Minuten gewartet. Sie hätten einen Deathwind callen können und hätten den Kill sowieso bekommen. Haben sie nicht gemacht, Fairness halber, und weil sie zocken wollten. Dementsprechend konnte Executive Gaming hier sich vielleicht ein, zwei Scheiben abgucken, wie sie gegen die Danger Seekers zu spielen haben. Skyrath Mage Brewmaster, das könnte ziemlich scary werden. Muss ich schon dazu sagen. Ist halt ähnlich wie die Viper im letzten Spiel, die richtig gut gespielt hat. Ob das dann halt, ja, ähnlich halt, ähnlich tanky und auch ähnlich, na, durchaus möglich, hier Solo-Kills zu behalten. Brewmaster mit dem Split kann auf Level 6, 7 durchaus einige Leute Solo-Killen in der Mitte. Death Prophet vielleicht nicht so wirklich, aber wenn er Supports alleine findet, ist auf jeden Fall ein relativ easy Solo-Kill. Lycan wird hier gebannt, also doch so ein bisschen Push, All-In-Push. Wie gesagt, Lycan ist nicht All-In-Push, aber haben hier doch so viele Pusher auf den Tisch gelegt, dass Danger Seekers den Danger eines Push-Lineups fühlen. Okay, ja, das war der eine, ja, das war jetzt der Draft Danger Seekers Witz, Flachwitz. Einer kommt noch im Spiel, bestimmt irgendwann, wie ich mich kenne. Und dann lasse ich es aber auch. Ja, seriously. Die letzten drei Bans waren halt wirklich hier vom letzten Spiel. Und daher, ich glaube nicht, dass Danger Seekers halt nur das Lineup hat. Werden sie wohl schon fein sein. Aber doch schon einiges hier rausgenommen. Weil das Lineup aus dem letzten Spiel, prinzipiell das, was ihr hier sieht und die Bans, die ihr dort sieht, war halt nun mal ziemlich gut dabei. Muss man sagen. Und Executive Gaming muss sich jetzt hier entscheiden. Haben noch knapp 13 Sekunden. Viper ist der. Viper ist der Pick. Und sehr viel Tank auf einem Fleck. Wir haben sowohl den Pugner, der mit Decrapify entweder Leute safen kann, oder sie selbst Decrapifyen kann und dann mit Life Drain ein relativ tanky Hero auf einmal wird, wenn er nicht unterbrochen wird. Und Viper und Death Prophet sind durchaus eine der tankigsten Helden im Spiel.
Center Warhammer wird dagegen gepickt. Ein super Konter gegen eine Viper. Durch das Stampede. Wodurch es ziemlich einfach wird, von der Viper zu disengagen. Außerdem auch relativ gut für den Brewmaster reinzuspringen. Und, naja, schnell reinzukommen, auch ohne den Blinkdagger. Von daher werden hier die Levels entscheidend auf den Center Warrunner, ab wann er halt wirklich Stampede, naja, beitragen kann, um den Brewmaster dann ein schnelles Level 6 Kill zu besorgen. Earthshaker wird von Executive Gaming gepickt. Ja, es bescheidet ihr auf jeden Fall so ein bisschen diesen Teamfight und mal wieder das Pick-Off-Potential. Außerdem, wenn sie vor Towers stehen, haben sie mit der Fischer doch eine relativ gute Möglichkeit, da den Leuten von abzuhalten, direkt hinter dem Tower zu stehen. Da die Initiation Range mit der Fischer doch wahrscheinlich größer ist als die von Danger Seekers. Obwohl wir natürlich Blinkdagger im Spiel haben. Wahrscheinlich zwei. Bisher. Vielleicht noch ein dritter, je nachdem, was für ein Head kommt. Brauchen noch einen Support und noch einen Carry. Da ist noch viel Möglichkeit da. Vielleicht, nee, ja. Dazzle, nee. Ein Lion vielleicht. Aber eine Mirana. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Haben halt wieder dieses Roaming-Duo. Scarif Mage, Mirana. Nicht so quasi perfekt. Weil es ist halt kein so guter Stun, wo man reingehen kann und der hundertprozentig trifft. Aber Slow into Arrow oder einfach so ein Arrow kann doch schon sehr viele Kills bringen. Außerdem, nicht zu verachten, dieser Furchtfaktor von dem Arrow ist durchaus nicht zu unterschätzen. Denn wenn man halt immer darauf achten muss, dass irgendwoher so ein Pfeil geflogen kommt, dann macht das auch nicht so sonderlich viel Spaß, Last zu hitten, wenn man sich halt nicht darauf konzentrieren kann. Kommt natürlich, wie immer, auf das Multitasking an und dementsprechend auch ein bisschen auf die Erfahrung der Spieler hier oder der Spielenden, darauf zu achten, Map-Awareness zu haben, aber ja. Arrows können hier eine sehr große Rolle spielen. Und so wie ich das Lineup hier einschätze, Center Warrunner, Brewmaster, Scarif Mage, ist es doch ein Lineup, was definitiv auf so einen 5-Sekunden-Arrow einen Kill draus machen kann. Oder auf einen 3-Sekunden-Arrow. Das sind alles Helden, die schnell reinkommen, schnell Burst-Damage machen. Und dementsprechend ziemlich gut für eine Mirana. Und Chaos Knight als letzter Pick für Executive Gaming. Wie? Held, der nicht oft gespielt wird? Aber, naja. Was mich auch überrascht, dass tatsächlich das kein Terrorblade ist, weil, seriously. Terrorblade. Aber, ja. Terrorblade hätte ich auch gewollt, aber vielleicht haben sie auch einfach mehr Erfahrung mit dem Chaos Knight. Und vielleicht dachten sie, okay, wir brauchen noch die zusätzlichen Stunts hier drin. Weil Brewmaster muss halt irgendwie kontrolliert werden. Sie haben Death Prophet Silence, Fischer. Also Fischer into Silence, into Stun könnte durchaus genug sein, um den Brewmaster aufzuhalten. Aber wenn da halt ein Ticken Zeit ist, kommt da halt ziemlich schnell der Split raus. Und dann sieht der Fight ganz anders auf einmal. Meistens. Tja, Danger Seekers, 5 Sekunden noch Zeit. Carry oder Support. Random? Ja, Random Undying, okay. Kann funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin ziemlich sicher, dass es Random war, ich muss noch sein Gold gucken. Das war zu knapp und das war halt auch genau für den Undying gefasst. Gut. Dann bin ich doch sehr gespannt, wie das Ganze sich hier aus entfaltet. Mirana, Undying, ja, das kann funktionieren. Aber Executive Gaming, richtig viel Tank. Und wenn die einmal snowballen, dann kann nach 10 Minuten vorbei sein, habe ich so das Gefühl bei Executive Gaming. Weil, wenn sie jetzt im Early Game nicht unterbrochen werden, das Midgame ist richtig, richtig stark für Executive Gaming. Und ich weiß nicht, ob sie dagegen halten können mit einem Brew und einem Cent. Early Game sieht das Ganze aber ein bisschen anders aus. Vielleicht eine Aggressive Offlane mit Undying und so könnte doch hier der Punkt sein. So, Undying. Undying, 600 Gold, doch kein Random. Okay. Oder ist es beim Captain's Mode so, dass wenn du irgendwie draufklickst, wenn ich pickst, dass du dann den nach 0 Sekunden pickst? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Swappen hier noch ein bisschen durch. Bis sie soweit sind, führe ich hier erstmal die Executive Gaming ein, die hier neu sind.
Wir haben den Harbinger auf dem Chaos Knight, der das Ganze farmen wird. Passender Name für diese Rolle. Mace in der Mitte auf der Death Prophet. Mercury auf dem Pugner, von dem ich mir nicht sicher sind, wo er hin will. Hat aber den Kurier gekauft, dem Gold nach. Von daher wird das wohl ein Support sein. Also, ja, natürlich ist ein Support. Zusammen mit dem Earthshaker hier unten, der von Page gespielt wird. Und zu guter Letzt New auf der Viper, die tatsächlich alleine auf die Offlane geht. Offlane Viper, länger nicht gesehen, könnte aber ganz gut funktionieren. Da doch, ja, Harris und, naja, Rangehen und Harrison hauptsächlich so vom Scarif Mage benutzt wird. Dass, ja, gegen eine Viper doch ein bisschen schwieriger ist, da die durchaus zurückschießen kann. Es wird ein Aggressive Offlane. Hier mit Mango auf der Undying, die wahrscheinlich das ganze farmen, ja, nicht sicher, die Mirana wird wahrscheinlich besser zu farmen, aber viele Support-Items hier. Somit farmende Undying Offlane auf Mango. Danny R. spielt die Mirana, Support Mirana. Geza auf dem Scarif Mage. Wir haben Iveco auf dem Center Warren in der Mitte tatsächlich. Und zu guter Letzt der Bärenjude auf dem Brewmaster. Und hier Aggressive Offlane mit einer Haste auf dem Undying. Scheint so, als wollen sie da ganz schnell rein. Aber Earthshaker steht relativ gut, glaube ich, um das Ganze da zu scouten. Oh. Der Smoke war, glaube ich, nicht so sinnvoll. Geht hier rein. Oh, direkt DK auf 2. Ja doch, direkt auf 2. Und Slow auf den Chaos Knight. Allerdings, ja, eine Fissure. Und das Ganze wird erstmal so super Fissure, um die halt wirklich abzubrechen. Sie geht hier durch. Ne, hier der Baum steht noch im Weg. So wird die Supports komplett rausgehalten. Und nichts machbar. Brewmaster gegen Viper. Ist tatsächlich ähnlich wie auf der Safe Lane hier. Sollte die Viper erstmal einen Vorteil haben, aber Brewmaster kann da auch super drauf farmen. In der Mitte, Arrow Mist. Wäre auf jeden Fall wahrscheinlich ein Kill gewesen. Level 2, Center Warner hat hier noch nichts geskillt. Ist sich noch nicht sicher, was er da machen soll. Und ja, ich glaube, wie gesagt, also es ist relativ logisch, dass da unten am meisten Action passieren wird. Dementsprechend versuche ich mal hier drauf zu achten. Aber ich versuche mal auch die Lebensbalken im Auge zu behalten, um den First Blood hier nicht zu verpassen. Scarif Mage hat den Ward noch, konnte noch nicht hier hinstellen. Auch direkt hier einen sehr super Sentry Ward, der das Camp selber geblockt hat. Hingestellt, hat er schön in die Mitte. Schöner Block und erstmal verhindert, dass Executive Gaming hier irgendeine Art von Blocks macht. Aber auch beide Wards hier unten, den Sentry Ward, der hier gestellt ist, der Rune Vision hat und Roshan Vision hat, dieses Mal. Aber dafür kein Ward oben. Andererseits, ja, brauchen sie auch kein Ward oben, weil, seriously, sie haben hier unten alle Supports. Die Supports werden definitiv gebraucht, um den Chaos Knight am Leben zu halten. Und durchaus ein bisschen reinzupushen. Und damit sollte eigentlich der Brewmaster oben okay sein. 2 DK-Stacks, 500 Leben hier, 400 Leben auf dem Pugner. Naja. Mirana wird erstmal Arrows, diese schöne Regeneration-Rune. Das freut auf einer Mirana. Es sind gleich 2 Arrows, die sie da in einer Rune gefunden hat. Der Ward allerdings steht sehr, sehr gut, sieht hier die Mirana. Und sollte es verhindern, irgendwie gecatcht zu werden. Arrow kommt, wird gesehen. Und wird fast reingelaufen, aber es ist relativ klar gewesen, dass es eine Ward ist. Wenn ein bisschen zum Harrison kommen könnte, aber mit der Viper doch, genau. Könnte sich ganz schnell zum Schlechten drehen. Ist fast die Hälfte der HP an Harris rausgehauen. Und jetzt muss er allerdings aufpassen, dass er da nicht gecatcht wird. Next Arrow kommt off the mark. Trifft nicht ganz. Aber noch kein Clap für den Brewmaster auf Level 4. Ist interessant. Kommt hier, sagt hier, okay, mit dem Drunken Haze reicht mir das. Wenn es nicht skaliert ist, es skaliert schon irgendwie mit dem Movement Slow und der Mistchance von 75%. Aber ich weiß nicht trotzdem nicht, ob das mit dem Clap sinnvoll ist. Weil damit hat er prinzipiell auf Level 6 noch kein Killing Potential. Also gut, mit dem einen Clap schon. Aber der Movement Slow und der Damage waren auch eigentlich relativ großer Bestandteil des Potenzials davon. Mirana kommt in die Mitte, hat halt keinen Arrow, von daher wird sie einfach nur ein bisschen antäuschen. Aber ja, immer noch 0-0 nach 4 Minuten knapp. Überrascht mich so ein bisschen. Gucken wir uns mal die Last jetzt an.
Executive Gaming fand ein bisschen besser, aber nicht so wirklich überzeugend, würde ich das jetzt mal charakterisieren. Was mich tatsächlich überrascht, ist, dass die Death Prophet so ein bisschen in der Mitte vom Center Warrunner ausgezogen wird, wenn die Last jetzt 17 zu 5 gegen 10 zu 2 betrachtet. Außerdem, ja, die Knights sind halt hier relativ mehr wert, von daher ist es hier die Viper, besonders die 8, die Knights of Viper machen hier doch schon einen Unterschied. 5,5 und Level 4, damit 8 die Knights, schon ein halber Level Unterschied. Definitiv viel sinnvoller gewesen. Center Warner kommt hier zum Ganken. Mal schauen, ob sie irgendjemanden finden. Ist aber allerdings zu weit vorne. Ist ja das Problem. Man muss jetzt hier warten, bis sie casually da reingeladen sind. Vielleicht jetzt. Oh, Stun auf 2 und Tombstone. Das könnte ein First Blood werden. Und First Blood für den Centaur. Der hier mit einer Double Edge das Schicksal besiegelt. Und Chaos Knight sollte auch noch sterben. Die Zombies machen da relativ viel Damage. Und ja, die Zombies holen sich den Kill. 2 zu 0 für den Danger Seekers. Die mit einer richtig glücklichen Rune ein relativ einfaches First Blood und Follow-Up-Kill holen konnten. War aber auch 100% die Rune schuld. Hatten sie sehr viel Glück und haben es aber auch super, super genutzt. Double Stun. Erst der Double Stun hat es ermöglicht, wirklich hier die Kills zu holen. Es geht oben weiter. Brewmaster. Guckt, dass Viper nicht jeden Lastet bekommt mit dem Drunken Haze, aber so langsam wird er ein bisschen gezoned. 25 zu 9 gegen 15 zu 0. Und muss er hier schon seine Regen benutzen. Myrana, ja, schießt ein paar Arrows und campt an der Rune, hat auch schon die Bottle. Ist jetzt mit der Bottle eine noch bessere Romarin geworden als schon vorher. Und nutzt es hier auch durchaus aus, dass er die Runenkontrolle hat und mit Arrows schießen durchaus Potenzial hat. Das Problem für Danger Seekers ist, dass die Offlane hier absolut nicht so gut läuft. Sie haben jetzt 2 Kills bekommen, aber in Sachen Farm sind sie auf jeden Fall weiter vorne. Hat jetzt versucht, ein bisschen an einem getroffenen Arrow was zu machen. 1 Sekundenstun, na, das ist nicht genug. Double Damage Rune auf der Viper, da wollen sie vielleicht auch, auf dem Myrana, da wollen sie sich reinfighten. In der Mitte allerdings, hier ist die Death Prophet ganz schnell gesniped. Center Warrunner. Boah, die Viper kriegt noch einen Kill, einen Hit raus. Dann könnte es ein Doppelkill für die Viper werden. Das ist bitter. Hat gesehen, dass hier das der Fellow, dass derjenige, der auf ihrer Lane war, dann in die Mitte rotiert ist und das erstmal auch in die Mitte rotiert, so, ey, nix ohne mich. Somit 3 zu 1 hier. Super engaged in der Mitte, auch mit der Stampede. Allerdings sehr glücklich, dass die Viper hier doch noch rechtzeitig da war, um noch einen Kill, einen einzigen Hit rauszuholen. Ja. Wollt ihr weitere Arrows schießen? Und wie man sieht, hat hier kein Arrow. Dementsprechend ein bisschen antäuschen. Außerdem die Pulse, die sie abbekommt, wird halt durch die Bottle sowieso wieder ausgeglichen. Dann kann man das halt schon mal machen, solange man sich da nicht so overcommittet. Ah, 13 Leben. Das war knapp. Schöne Fische halt und doch noch die Opportunity gesehen hat, ranzugehen und einen Crypt Swarm zu machen. Oh, guck dir das an. Oder? Nee. Nee, okay, ich dachte schon. Also wenn Crypt Swarm den Damage... Doch. Ich glaube, das ist schon tatsächlich. Wenn diese Silence nicht geskillt hätte und dafür Crypt Swarm mit Level 4, wäre das ein Kill gewesen. Aber, ja, anyway. Geht ihr mit den... Mit dem Exorcism ran, allerdings noch nicht so viele Punkte auf Witchcraft. Mit 3 Spirits weniger, als sie hätte haben können. Und tatsächlich, weiß ich nicht, hätten die 3 Spirits auch den Tower bedeutet. Andererseits kann das halt immer noch kommen. Ja, zur Hälfte rum. Das wird den Tower in der Mitte bedeuten. Mal schauen, ob sie ihn glyphen. Ob sie das schon so verinnerlicht haben. Ja, glyphen ihn und tatsächlich kommt der Cent jetzt rein. Oh, Brewmaster ist es. Sie haben halt doch tatsächlich rotiert hier. Earthshaker versucht hier was da zu machen. Und jetzt die Death Prophet hat jetzt ein bisschen ein Problem. Arrow hat gemisst. Aber Slow ist jetzt drauf. Aber Putner kommt in der Mitte, rotiert. Und sollte dafür sorgen. Ne, Primus Blitz da, das sollte ein Kill sein. Versucht hier das Ganze ohne Primus Blitz zu machen, aber funktioniert nicht. Dementsprechend Primus Blitz. Dann kriegen sie sogar noch hier mehr. Können die Putner diven, der sollte down gehen. Kriegt hier noch seinen Ward raus, der ein bisschen Damage macht. Allerdings gibt er auch ein bisschen Geld. 40 Gold. Und die Viper ist jetzt ein Problem. Double Edge und Kill. Tombstone stand richtig super. Und 3 zu 1 hier der Trade dafür. Kriegen jetzt hier den Slough Case noch drauf, sollte aber nichts weiter passieren. Nein. Super Tombstone.
und richtig schöner Engage mit dem Primal Split hier. 3 Kills bekommen, den Undying verloren. Das nehmen die immer gerne. Und jetzt ist es auf einmal an Danger Seekers, dass sie den Tower pressure. Kriegen hier auch wieder ein TP rein. Die Frage ist, ob das mehr tut, außer... Ja. Es hält ein bisschen davon ab, den Go zu machen, aber ging jetzt hier nichts. Oh, mal Deny auf den Tower. Sehr viel wert. Auch, dass die Blüte wieder da ist. Hilft natürlich immer. Für andere Tower vielleicht, die dadurch geklüft werden können und dann die Klüfte wieder cooldown ist. Pharma sind Executive Gaming immer noch vorne. Können wir auch für den Netgraph gucken, der doch sehr hin und her geht durch die vielen Fights. Aber halt immer wieder hoch, weil Executive Gaming mehr aus der Map rausholt. Und jetzt halt durch die Kills da, naja, jetzt halt die immer den Network wieder runterholt. In XP sieht das Ganze ähnlich aus, durch die Kills einfach. Aber auch da, Exotic Faming hat da mehr, obwohl sie unten eigentlich zu dritt die ganze Zeit auf der Lane stehen müssen. Was mich da ein bisschen überrascht. Radiant's bottom tower is under attack. So, ja, ein weiterer Arrow, aber diesmal wohl nicht slow, allerdings jetzt auf den, na, was wahrscheinlich ein Kill ist, oh, super schöner Arrow, aber ein bisschen übertrieben. Tombstone kommt hier raus, aber es sollte relativ ein gefeedeter Tombstone sein. Ja, Level 4 Tombstone, gibt 125 Gold, nicht zu verachten. Und ja, das war doch ein bisschen overcommitted, haben sie alles reingeworfen, sind dann nicht schnell genug weggegangen. Dachten, sie hätten noch was, aber haben wirklich halt alles auf die Puppe geworfen. Die Mirana kriegt den letzten Hit noch ab, der ist nicht disjointed. Somit geht's hier dann auch noch down. Noch ein bisschen zu lange, glaube ich, mit dem Leap gewartet, aber es kann auch sein, dass das Silence einfach benutzt wurde. Weil, ja, nee, der ist nicht auf cooldown. 7:4 auf dem Board. Executive Gaming holen ein bisschen auf. 6:2 zu 7:4. Doch ein bisschen aufholen. Und dadurch, dass sie ja doch so schon mehr aus der Karte rausholen und mehr farmen, könnte das hier so langsam der Beginn von einem Vorteil von Executive Gaming werden. Ich habe schon im Draft gesagt, snowballen können sie. Und ja, im Midgame wird es härter. Bin ich gespannt, ob das der Fall ist. Oder ob hier einfach Danger Seekers mit dem Brewmaster und dem Centaur einfach im Midgame genug rausholen können, um das Ding zu entscheiden. Denn, ja, das Late Game am Executive Gaming mal ziemlich stark. Besonders mit Support Mirana, die halt nach 12 Minuten noch nichts hat. Oh, ein Triple Stun und ein Triple Double Edge, what the f... Imber! Schön zu sehen, Stuffle und sogar noch ohne Kills. Center Warner, was tust du hier? Super gemacht und Triple Stun. Richtig nice. Und das ist auf jeden Fall das, wo jetzt die Danger Seekers wieder den Vorteil aufbauen können. Und das Desaster vielleicht abwenden können, was da doch im Late Game ihnen droht. Das dürfte doch... ja. Guckt euch das an. Knapp, na gut, 1000. Nein, 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 da unten. Eigentlich wollte ich ja F7 drücken und nicht F11. Ich hab schon Panik, irgendwie Center Warner war da doch sehr, sehr, sehr knapp dran. Aber kommt nochmal weg. Ja, was war das hier? Ach. Wait. Nee. Anyway. Center Warner disconnect, von daher werden wir jetzt wohl eine Pause. Irgendwann. Hallo? Disconnects? Okay, ja, dann spielen die Teams halt weiter. Ist hier nur ein Center Warrunner. Warum nicht? Jetzt kommt die Pause, hat mich aber auch ein bisschen erstaunt, dass da doch keine Pause kam. Sorry, Disco. Okay. Disco, Disco. Ist hier. Ach, Keks.
Lol. Okay, was haben wir hier? Moonlight Shadow ist aktiviert, ist zu Ende. Und erstmal noch Toilette, damit haben wir ein bisschen Zeit. Was können wir gucken? Haben schon hier gesehen, der Netgraph ist extrem runtergegangen, 1500 Gold, wegen diesem einen Triple Stun und Triple Double Edge. Und auch 2000 Erfahrung ist hier für die Danger Seekers zurückgekommen. Jetzt sind sie vorne und müssen das Ding jetzt richtig, richtig doll snowballen. Weil, ja, das Late Game bietet bietet nichts Gutes für Danger Seekers. Gleichzeitig halt Exec müssen ins Late Game kommen. Sind auf dem guten Weg daran. Wir können mal die Item Progression gucken. Wir haben hier die Death Prophet, die auf dem Weg zu EOIs ist. 100 Gold, naja. Ist allerdings noch ein bisschen hin. Chaos Knight, Treads und Drums ist schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich BKB First gehen gegen das. Durchaus, ja. Wahrscheinlich BKB First. Pugner, ja, hat Boots. Earthshaker hat immerhin Mana Boots. Das ist schon mal einiges. Für einen Earthshaker. Und die Viper hat Mech. Das ist tatsächlich richtig wichtig. Und da können sie auch gut dagegen halten. Aber ganz schnell auf der Seite von Danger Seekers haben wir einen Brewmaster, der noch nichts hat. Auf Blink spart und das Ding jetzt tatsächlich auch schon hat. 13 Minuten Blink, nicht so schlecht. Gegen eine Viper alleine für die Lane. 003. Gut für ihn auf jeden Fall. Center Warner hat den Blink schon. Und auch ein bisschen Gold. Undying wird wahrscheinlich den Vanguard bauen und dann das neue Crimson Guard bauen. Mirana hat nichts. Oder Mirana hat Boots und eine Bottle und damit alles, was sie braucht. Und 1200 Gold. Gespannt, was sie da bauen wird. Aeroflee. Ah, knapp. Knapp, aber wenn, wäre auch niemand da gewesen, um es zu machen. Und schnell hochbotteln, um zu leapen zu können. Ja, und zu guter Letzt hier den Scarlet Mate, der man da gut hat. Aber jetzt gehst du erstmal drauf. Viper ist da, an deinen. Was genau macht er da, weiß ich jetzt nicht ganz. Es sah ein bisschen nach dem Feed aus. Also, keine Ahnung. War ein bisschen unglücklich, da hierher zu laufen. Und genau in den Viper zu laufen. Naja, und jetzt kriegen sie, glaube ich, den Bottom Tower. Also, mit glaube ich, meine ich damit ziemlich genau, sogar ohne Fortifications. Nein, sie haben die Fortifications dann nachgedrückt. Oh, das ist bitter, das ist bitter. Jetzt haben sie tatsächlich damit quasi zwei Fortifications benutzt. Das ist bitter. Und den Observer Wards finden sie hier tatsächlich... Ups, nein, nein. Das war ein... War das ein Doppelklick? Nee. Ist jetzt hier hochgeblinkt, das ist ziemlich bitter. Da können sie 5 Sekunden nichts tun. Und das jetzt genau wieder reinspringen. Das ist richtig bitter. Jetzt kann er reinspringen. Triple Stun. Ja, Double Edge auf 2 immerhin. Aber reicht das? Mecha wird gezündet. Earthshaker wird wahrscheinlich down gehen. Ja, wird direkt down gehen. Jetzt kommt es an den Brewmaster, um was zu tun. Kann jetzt hier hochwirbeln. Ja, kriegt den ersten Kill. Double Kill für den Brewmaster. Und versucht jetzt mit Chaos Knight. Und schafft es auch. Den Kill. Ja, den Kill. Triple Kill für den Bärenjuden. Brewmaster on fire. Tatsächlich ist jetzt der Fight doch ein bisschen besser gelaufen. Ja, okay, das ist nicht der Fight Cap, den ich sehen wollte, aber gut. Schauen wir mal so. Ja, wir haben einen Pugner, der Undying geholt hat. Wir haben einen Scarlet Mage gesehen, der glaube ich schon down gegangen ist. Nicht sicher. Auf jeden Fall 3 zu 2 oder 1. War mal ein bisschen blöd, es hätte wesentlich besser laufen können mit dem. Mit dem Center, der da hochgeblinkt ist. Ja, und ich sehe, ob das halt am Anfang gewollt wurde und dann halt so nach 2 Sekunden so, wait a minute. Irgendwie ist es hier doch nicht so die tolle Position, für die sie sich gehalten hatte. Naja. Ja, Farm hat sich aber nichts geändert. Irgendwie kriegen Danger Seekers nicht gefarmt. Ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Aber ist halt so. Sind den Farmen ziemlich weit zurück. Ah, boom. Earthshaker kriegt er nicht ganz. Aber eventuell hier Undying könnte ein Problem werden. Finden jetzt hier ein paar und machen doch ein Sandwich raus. Viper ist hier. Und ja, Mirana Ulti sollte schnell benutzt werden, um da rauszukommen. War im Endeffekt ein 4 gegen 4. Aber vom Positioning her war das dann doch ein bisschen awkward für die Danger Seekers. Die da doch teilweise etwas weit zur Seite weg waren. Schöner Disengage und weiter geht's. Sie haben ja ein bisschen Farm nachzuholen. Centaur ignoriert schon die Bounty-Rune.
Also 100 Gold, okay. Da kann ich lieber für stacken oder so. Andererseits natürlich holt sie sich einfach die Merana, weil es viel sinnvoller ist. Okay, ja, ich ziehe alles zurück. Alles sinnvoll, was die Leute tun. Alles sinnvoll. Danger Seekers versuchen sie an einen T1 Tower. Werden allerdings ziemlich schnell davon gestört werden von Executive Gaming. Doch hier sagen, nicht ohne uns. Arrow trifft. Ups. Wobei, nein, Arrow war das nicht, aber Zentaur ist reingesprungen. Jetzt wird es allerdings ein Problem. Das Ulti war ein bisschen daneben. Und jetzt müssen Danger Seekers abhauen. Tombstone ist nochmal gerade hingestellt worden, um 120 Gold an den Gegner zu geben. Nicht sicher, was der Tombstone da... Oh, Arrow trifft. Und tatsächlich, da gehen sie rein. Silence aber. Silence ist jetzt zu Ende. Clap. Und... ah, kein Clap, kein Split. Kriegt noch das Ulti raus. Und das könnte vom Damage hier reichen, um da was zu machen. Viper muss jetzt hier abhauen. Death Prophet ist mittendrin mit ihrem Ulti. Und hat tatsächlich auch schon alle Pandas, bis auf den Earth Panda, down bekommen. Die allerdings ein bisschen viel Leben hat. Und muss sich aber hier doch zurückziehen, weil das sind relativ wenige Leben. Kriegt hier den Blick noch raus. Ah, Undyne kommt nicht mehr weg. Schöne Arrow mal wieder auf den Poop, ne? Sehr schön hier. Allerdings stirbt der Skywrath Mage halt auch noch. Und so langsam war das doch nicht so toll von Danger Seekers. Haben wir schön reingedived, allerdings ist die Viper halt gerade so weggekommen. Und dann sind wieder so ein paar Leute gerade so weggekommen. Relativ übel. Das Exorcism hat halt auch einfach tatsächlich die Leute zerrissen. Oils sollte jetzt hier langsam fertig sein. 200 Gold noch. Für die Death Prophet für den Oils. Dann können nochmal so ein Brewmaster noch ein bisschen länger controlled werden. Denn prinzipiell ist es tatsächlich gerade das Brewmaster Ulti und den Centaur, der die Danger Seekers hier im Spiel hält und richtig Kills machen. Und ja, ich sage halt irgendwie im Spiel halten. Als ob es schon knapp wäre, aber jo. Wie gesagt, Late Game steht voran und sind schon 19 Minuten. Also knapp 11 Minuten oder so würde ich den Danger Seekers noch geben. Danach wird das... wir sehen ihn jetzt schon, der Tombstone wird halt gestellt und meistens halt einfach nur abgefarmt. Besonders mit dem Exorcism. Und das, ja, das sieht halt nicht so gut aus, wenn jetzt halt schon nach 19 Minuten der erste abfällt. Keine Items. Also ist irgendwie seit 5 Minuten keine Item-Progression hier für die Undying. Auch mit dem Farmen nicht so super. Mirana schießt halt super Arrows. Aber ja, davon kann man sich ja Portraits leisten und vielleicht ein bisschen mehr. Aber, mal schauen, ob sie da transitionen können. Kann jetzt Maelstrom gehen. Ja, Mithril Hammer wird ausgepackt. Von daher hier schon, Mirana hat doch durchaus ein bisschen Geld. Aber... die Frage ist halt, ob es reicht gegen einen Chaos Knight, gegen einen Death Prophet, gegen eine Viper. Und Earthshaker ist halt auch auf dem Weg zum Blink. 1000 Gold noch. Das wird auch so ein Kipppunkt heißen. Besonders hier für so eine Mirana, die in solcher Situation schon fast tot wäre, weil Echo Slam. Nun gut, Grafenweise mal angucken. Executive Gaming. Im Networth und im XP haben sie halt wieder vorne. Deshalb die Kids meinen halt wirklich nichts. Und so wie die Teamfights laufen, fangen Executive Gaming an, tatsächlich die ersten Teamfights zu gewinnen. Und das, ja, symbolisiert so ein bisschen diesen Umschwung. Dass sie halt langsam dahin kommen, wo die Helden richtig, richtig effektiv werden. Hart schon fast auf der Viper fertig. Hat hier den Viper Strike schön gedodged. Die Frage ist, ob es genug ist. Wahrscheinlich nicht. Ah, reicht nicht ganz. Und ne, sie sehen hier nicht die Rotations. Ich weiß nicht genau, warum sie da nicht weitergegangen sind, aber Primus Blitz ist noch vorhanden. Wäre allerdings relativ groß, wenn sie das hier rausforcen könnten. Weil die Zeit ist aber jetzt vorbei. Viele Leute auf der Bottom Lane. Jetzt ist es an Danger Seekers da was zu tun. Primus Blitz ist da. Slow. Wurde gedodged. Wow. Phantasm Dodge. Ne, Quatsch, jetzt wurde er geworfen. Okay. Aber, ja, Oils ist draußen, Death Prophet Ulti ist dran, Exorcism rippt dadurch. Oh, was ein Echo Slam. Schön gemacht. Die Bursts kommen raus, Earthshaker bezahlt mit seinem Leben. Center Warner ist jetzt down. Aber Clap besiegelt tatsächlich auch das Schicksal von der Death Prophet. Und jetzt können sie turnen. Die Viper ist noch da, aber auch Pupner stirbt gerade so durch den Arcane Bolt. 3:1 hier der Trade. Und auch alle Ultis, die sie haben. Das lief halt nicht so gut. Haben halt durchaus XP dadurch bekommen, haben Geld dadurch bekommen. Und der Networth ist doch ein bisschen weiter nach oben gegangen.
Klar, farmen sie noch Viper, aber auch Brewmaster übernimmt jetzt langsam das Feld. Wird jetzt in das Agames bauen. Und da, ja, noch nicht ganz angefangen. Aber 1700 Gold sind schon ein guter Anfang für so ein Agames. Arrow trifft schön. Aber ich glaube nicht, dass sie der Follow-up machen können. Außerdem kommt die Rotations halt direkt ein bisschen Geld reinholen und schnell raus. Aber halt immer schön dieses so ein bisschen Trollen, so. Okay, TP kommt, einfach mal eine Arrow da reinschießen. Weil es ist ein relativ easy Hit. Und ja. Brewmaster hat jetzt hier kein Leben. Das könnte die Viper tatsächlich ausnutzen. Und ja, einfach drin stehen. Und hit, hit, hit. Brewmaster. Ah, wenn die Viper andersrum gelaufen ist, hätten sie, glaube ich, den Kill sogar bekommen. Und Olz ist da. Ups. Ja, Olz war da, aber nicht dran gedacht. Das war relativ wichtig für den Jessicas, dass der Brew da rauskommt. Der Brew ist 5-0. Und ja. Mit dem Networth-Unterschied von nicht so viel, okay. Aber das hätte durchaus für die Viper oder für die Death Prophet durchaus mal so 1000 Gold sein können. Und daher wichtig, dass er da rauskam. Obwohl das halt, wie gesagt, eine Schuld von Executive Gaming war. Death Prophet nicht ganz in die Holz gedacht. Okay, weiter Versuch für Danger Seekers, hier den T1 zu pushen. Blink, ah doch, Blink rein. Ich wollte gerade sagen, wo sind geblinkt. Und ja, das war ein Pugner. Betonung auf war. Ziemlich schnell down. Jetzt haben sie immerhin keinen Nether Ward, um zu fighten. Primal Split ist online. Und mit dem könnten sie eventuell was tun. Andererseits, Undying ist nicht da. Andererseits, gut. Braucht Undying vielleicht auch gerade nicht dabei zu sein. Der Tombstone wird so langsam weniger. Eventuell, nee. Eventuell denke ich halt, irgendwie könnten sie da im Moonlight Shadow reingehen, aber unter dem Tower vielleicht nicht so sinnvoll. Arrow daneben. Viper ist geslowed, aber können halt da nicht so wirklich reinfighten. Pugner ist jetzt wieder da. S-Shaker ist low gegangen, aber kriegen halt keinen Hit dafür. Und disengage. Versuchen erstmal oben den Tower zu bekommen, aber Glyphe ist da und die ersten Rotations kommen halt auch schon rein. Somit, Danger Seekers splitten sich auf. Die Frage ist, ob dann was draus passiert. Für die Mirana, Arrow trifft nichts, auch eher zum Scouten da. Finden sogar Nether Ward. Bots, 40 Gold, immerhin. Besser als nix. Mirana ist hier relativ weit vorne, aber gut. Mit einer DD-Rune und einem Leap sollte da erstmal nichts passieren. Ja, weitere Arrows, diesmal schon wieder auf dem Pugner, ne? Aber nicht so viel, dass sie da engagen konnten. Defensives Moonlight Shadow. Aha, Brewmaster hat jetzt den Tau genommen. Könnte eventuell in die Mitte gehen und dann was tun. Wollte aber erstmal unten ein bisschen Action machen. Aber sie haben jetzt hier gesehen, okay. Mirana geht nach Top. Brewmaster ist Bottom. Also können sie jetzt eigentlich hier reingehen. Und das scheint so der Plan zu sein hier. Einfach reinzugehen. Slow ist da. Jetzt kommt der Viper Strike. Und direkt Ulti geforst und raus hier. Aber Stun ist da. Das wird die anderen mal wieder bezahlen. Tombstone steht mittendrin. Steht schön, aber ich glaube, der wird totgefokust. 150 Gold für die Viper. Und 1-0 der Trade für Executive Gaming. Die damit den T2 pushen können. Und zwar relativ hart mit dem Exorcism. Da kann der Brewmaster nicht wirklich gegenhalten. Und der sollte... Hat es darauf gehofft, dass er einen Viper Strike dodgen kann, aber nix da. T2 geht down, Brewmaster kommt raus, aber wie gesagt, T2. T2 für nichts. Oben allerdings versucht die Mirana gerade so und schafft es tatsächlich noch, den rauszuhalten. Entkommt damit wahrscheinlich dem Chaos Knight, ja. Und die beat schnell raus. Schöne Entscheidung hier. Kein Risiko eingehen. Alle T1 down, bis auf diesen hier. Für... Danger Seekers und alle T2 bis auf diesen hier für Executive Gaming down. Also in zugunsten von Executive Gaming down. Und daher wieder so ein Indiz für, dass ein Midgame-Lineup, was im Late-Game nichts kann, wenn sie in Tower zurückliegen, sieht das wohl nicht so gut aus. Und ja, sie haben halt zwei bzw. drei Carries, die halt mit dem Farm richtig viel anstellen können. Pugner hat schon fast schon wieder den Arrow gefangen. Melee Creeper dann doch einen Ticken zu weit vorne dafür. Ja, das Moonlight Shadow hätten sie vielleicht sinnvoller machen können, nämlich irgendwo, wo sie nicht gesehen werden. Gehen hier rein.
werden jetzt hier gesehen. Aber könnten die Viper vorher treffen. Aber mit einem harten Mecker sollten sie da, glaube ich, nichts bekommen. Ups. Ja, Cinderwalner ist mittendrin von Phantasm und Reality Rift relativ easy gesnackt worden. Brewmaster muss jetzt auch schnell splitten und ist, glaube ich, auch nur zum Weglaufen benutzen. Windpanda ist down, Firepanda ist down. Hm, Dyer's Kurier ist gestorben, das ist auch bitter. Das war das Agas immerhin. Kann jetzt hier, ne, ist noch keine Agas Ulti halt und wird wahrscheinlich hier, oh, kommt gerade so weggeblinkt. Aber Fischer off the mark. Ah, es ist bitter, aber das Oil-Scepter sorgt dafür, dass das, glaube ich, hier ein Kill ist. Silence, 3 Sekunden Stun, das besiegt das Schicksal des Brewmasters. Aber hey, nach 3 verlorenen Teamfights hier haben sie immerhin den Tower down bekommen. Allerdings, ja, relativ viel in favor of Executive Gaming, wobei dieser Recap mal wieder nur das Ende des Teamfights mitbekommen hat. Da ist vielleicht der Threshold noch ein bisschen zu hoch, wann der Teamfight denn zu Ende ist. Okay, Highground. Wäre wirklich okay. Highground. Brewmaster ist down. Ultis sind auch down. Moonlight Shadow ist down. Da sagen sie sich, okay, lass mal reingehen und ein paar Arrows fangen. Mirana hat richtig schöne Arrows hier. Buyback vom Brewmaster. Der Tower ist schon fast down. Da müssen sie jetzt schnell rein. Aber ich glaube, der Tower fällt. Und schade, daneben gestunt. Und jetzt wird es relativ knapp im Exorcism gestunt sein. Will man nicht haben. Split ist auf Cooldown. Ich weiß nicht, ob das der Brewmaster da machen kann. Allerdings geben sie jetzt langsam down. Die Zombies machen doch relativ viel Damage. Und Stun of the Death Prophet können sie aber nicht. Die Viper ist tanky, aber kommt auch weg. Mit Armlet haben sie da noch relativ viel Leben. Urshaher stirbt irgendwo. Aber ja, jetzt können sie kiten. Das sind zwei relativ tanky Heroes, die aber nicht so viel zusammentun können. Sind jetzt Invis. Versuchen vielleicht umgekehrt das zu machen. Das sollte die Viper sein. Oh, und was ein schöner Arrow. Was ein schöner Arrow. Allerdings gesilenced, keine Möglichkeit, Double Edge zu machen und das hier zu finishen. Und die Viper versucht hier wegzukommen. Und schafft es auch. Aber die Death Prophet bekommen sie durch den schönen, superschönen Arrow von Danny. Der hier richtig gut am Spiel dabei ist, auf dem Mirana. Allerdings ist Brewmaster auch nicht schlecht. Ja. Gucken wir uns doch die Grafen an. Executive Gaming hat einen Tick nach unten gegangen eben. Durch den Kill auf die Death Prophet. Die, ja, nicht so eine lange Killing Spree hatte. Also gar keine. Aber doch immerhin einiges an Gold wert war. 2000 Gold hat es benutzt. Wird auf einen Bloodstone gehen, so wie es scheint. Agas macht hier nicht so viel Sinn. Ja. Scheint ein Bloodstone zu werden. Hm, durchaus nicht schlecht. Vielleicht ein Hard, ja, keine Ahnung. Noch ein Hard wäre vielleicht zu viel. Sie haben ja schon so viele Tanks, von daher Bloodstone. Vielleicht wäre sogar ein Hex besser für den Brewmaster. Aber hey. Mehr Tank ist halt auch einfach eine relativ einfache Möglichkeit. Hat er schon einen Blink? Ja, dann Blink. Aber keine Chance. Ups, Blinken vergessen. Aber nichtsdestotrotz. Weiter mit dem Ganzen. Fischer raus, Mana Boots an und weiter. Ja, 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 ja. Ansonsten, Danger Seekers müssen hier was machen. 30 Minuten. So langsam. Ich bin mir nicht sicher, ob das Danger Seekers noch irgendwie gewinnen können, so ungefähr. Also, es scheint früh zu sein, aber es sind alle T2 Tower fast weg von den Dangers. Sind alle T2 Towers noch am Stehen von Executive Gaming. T3 Tower ist auch relativ schnell gestorben. Und wie gesagt, da kann schnell mit so einem Exorcism noch was weitergehen. Aber sie müssen was tun. Und sie haben gezeigt, sie tun was. Und gehen in Roshan rein. Was sie allerdings jetzt nicht tun sollten, ist diesen Scarlet Mage dahin zu fahren. Der hier... Nein, nein, nein. Geh da weg. Darfst nicht zeigen, dass sie Roshan machen. Aber allerdings schon Hälfte down. Ich glaube nicht, dass Executive Gaming das riecht und das verhindern kann. Es scheint ein gewonnener Roshan für Danger Seekers sein, die doch mit der Aktion auf jeden Fall wieder die Chance zurückgeholt haben und schön das Mirana Ulti genutzt haben, um dann zu sneaken.
Und ein weiter Arrow knapp daneben. Okay, vielleicht fängt mit Putin dann auch, aber nein. Und dann Dying wird wieder gefangen, das ist bitter. Kann hier. Ne. Wurde gesilenced, wollte den Tombstone noch stellen, damit sie re-engagen können, aber jetzt. Oh, wunderschöner Echo Slam. Und. Ah, das ist bitter. Wird hier leer gedrained vom Putner. Lecker, lecker. Lecker, lecker Leben. Und Exorcism an und High Ground. Das sollte ein Rex sein. Könnte ein Rex sein, sollte ein Rex sein. Buyback-Status nicht vorhanden. Daher sind das relativ schnell Rex. Eventuell sogar mehr. Hälfte des Exorcismus runter. Pings kommen raus. Mitte, Mitte, Mitte. Unten, unten, unten. Allerdings. Oh, oh, oh. Oh ja, okay. Das ist dann noch der Tower. Das könnte Game sein. Das ist bitter. Noch 10 Sekunden down. Das sind zwei Lanes of Rex. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da wirklich gegen wiederkommen können. Executive Gaming wird sich jetzt einfach dahinstellen. Sie haben noch. Wir haben noch ein Aegis, aber hey. Sind doch nur zu zweit. Jetzt zu dritt. Wir werden noch einmal versuchen, was zu machen. Klappt daneben. Silence ist draußen. Nicht so wichtig erstmal. Aber immer noch gesilenced. 2 Sekunden. Das ist relativ positiv dafür. Jetzt könnte sich eventuell was ergeben. Haben die Death Prophet gebracht. Brandon Split ist draußen. Kriegen. Erstmal die. Stimmt, die anderen immer wieder in der Mitte. Okay, kriegen aber hier nichts down. Das. Oh, die Illuminates sind einfach viel zu stark. Machen wir doch richtig viel Damage. Die Pandas sollten jetzt den Chaos Knight down bekommen, ja. Ja. 3 zu 1 hier der Trade. Haben es nochmal hinbekommen, das ganze Ding zu turnen. Aber, ja, auch nur, weil sie relativ weit zusammenstanden und keine Ultis mehr. Hat gesehen, okay, hier Echo Slam war raus, Exorcism war raus. Ohne das, mit allen Fähigkeiten ab, wäre das, glaube ich, ganz anders gelaufen. Kriegen wir vielleicht noch ein T2 und dann resettet sich das Ganze wieder, alles auf Anfang. Und Danger Seekers müssen weiter danach suchen, wieder Pickoffs zu bekommen und wieder so schöne Teamfights hinzubekommen. Allerdings erstmal finden sie jetzt hier noch eine Viper, die sehr, sehr tanky ist, aber oh, mit der Fischer können sie das tatsächlich turnen. Können die Aegis bekommen, Viper versucht das Ganze irgendwie noch im Rückzug noch ein bisschen was zu tun. Und kriegen hier nicht ganz. Oh, Echo Slam besorgt es aber doch. Kriegen den Brewmaster noch down, verlieren deshalb aber tatsächlich 3 Helden bei. Nur durch die Viper, die mit Ach und Krach doch noch down gegangen ist. Das war bitter. Die Viper ist tatsächlich relativ viel wert gewesen. Damage dann. Okay, Moment. Viper ist gestorben. Beyond Godlang Streak für Brewmaster down gegangen. Das ist 4800 Gold. Okay, ja, das waren ungefähr 3k Gold, das es gegeben hat. Definitiv Hashtag worth it. Für 3 Helden, ja, eigentlich auch tatsächlich. Besonders, was für sie keine Ultis benutzt haben. Oh, es ist so krank, es war es tatsächlich wert. Also klar, Brewmaster ist jetzt down und nicht die zweite verteidigen, aber den. So wie sie bisher. Ah, stimmt, mein Soul Ring kannst du jetzt für den Bloodstone benutzen. Ich kann sagen, Soul Ring? Ja. Bloodstone Rezept hat ja ein bisschen sich geändert. Sollte ich vielleicht auch mal dran denken. Das ist mir noch nicht so bewusst gewesen. Nächstes Zimmer-Song-Match kommt bestimmt und dann stehst du da so. Wait a minute. Irgendwie. Was mache ich jetzt mit meinem Perseverance? Linkins? Hm. Sollten jetzt hier den T2 Tower ohne Probleme bekommen. Und werden wahrscheinlich T3 pressen. Wenn er noch tot ist. Das ist jetzt. That's the moment. Jetzt alles oder nichts. Alles oder nichts, alles oder nichts. Wo ich das jetzt gerade sage, TP'd Earthshaker zurück. Hm. Okay. Also zu viert. Alles oder nichts. Arrows kommt, Arrows trifft den Creep. Na gut, aber. Ah, schön. Schönes Oils noch gerade so, um das Schlimmste zu verhindern. Phantasm Illusions sind draußen. Primal Split kriegt er raus. Das ist ein Agas Primal Split, darf man nicht verachten. Death Prophet geht down. Und jetzt müssen die Illus irgendwie weg. Storm Panda lebt noch gerade so. Undyne geht mal wieder den ganzen Phantasmus down. Allerdings, ja. Okay, doch nicht. Versuchen sie den Earth Panda down zu bekommen. Kriegen ihn down. Ah, 90 Sekunden auf Cooler. Das wird schwierig, da wieder zurückgekommen. Besonders mit dem Putner, der mit dem Danger dafür mal bzzzt macht. Buyback vom Brewmaster. Die Viper wird jetzt wohl auch fallen. Kriegt noch gerade so die Mirana. Stirbt aber jedoch noch. Somit quasi 4 gegen 4.
Und doch noch ein paar Backs. Müssen halt jetzt in die Mitte wieder gehen. Müssen versuchen, noch Tower zu bekommen. Und das zu verhindern. Grafen, ja. Exec sind halt ein bisschen vorne. Das Problem ist halt, je weiter das Spiel geht, desto mehr wird es in Favor von Exec geben. Weil Death Prophet ist, ja, wird noch mit dem Bloodstone immer stärker. Chaos Knight sowieso hat prinzipiell noch keine Items aus den Sentient Yasha. Von daher kommt da noch einiges raus, was interessant sein könnte für den Chaos Knight. Ja, Soaring ist jetzt fertig für die Death Prophet. Putna Dagen, ja, kann man machen, aber naja. Und Earthshaker hat tatsächlich schon seine Ärgers fertig. Wird jetzt wahrscheinlich auf Refresher gehen. Von daher, ab dem Zeitpunkt ist es halt sowieso so ein, okay, wir sind weit vorne, aber hey, wenn wir einmal zu 5 drinstehen, bam, 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 dann sollte das ziemlich schnell vorbei sein. Doppelter Arganims Echo Slam. Das überlebt von dem Team. Wahrscheinlich nur dezent. Aber ja, ich Viper. Viper, man kann halt nie genug Leben haben. Das ist schon ein Monkey gegenbar, um gegen den Brewmaster zu bestehen. Wahrscheinlich auch einfach so ein kleiner Mittelfinger ins Gesicht. So von wegen, okay, du hast jetzt am Anfang auf Level 4 schon Drunken Brawler geskillt. Zweimal. Willst absolut nicht, dass ich treffe. Hier, nimm diesen Mittelfinger und ich kaufe mir jetzt MKB einfach nur, dass du es ab jetzt nicht mehr tun kannst. Sehen hier tatsächlich, das ist relativ gut, allerdings hätten sie es auch hier durchgesehen. Sehen hier das Mirana Ulti. Allerdings kriegen sie den Punkt nach down, bevor irgendwas zu tun. Waren sie doch ein bisschen zu nah drin gewesen. Sehen jetzt hier, dass der Brewmaster reinkommt, könnten eventuell versuchen zu sneaken. Silence. Okay, erstmal Stun. Dann Silence und. Oh, ne Fischer und. Echo Slam! Und alle sind tot. Okay, das war das Game. Was ich eben gesagt habe, ja, wunderschöner Fischer, wunderschöner Echo Slam. Und dieser Echo Slam war das Spiel wert. GG Echo Slam. Super gemacht. War absehbar. Danger Seekers haben am Anfang halt versucht dagegen zu steuern, aber hatten halt irgendwie ab der 20. Minute dann hat man schon gesehen, okay. Es ist zu wenig. Es reicht nicht ganz. Und die Undying. Ja, es war, glaube ich, ein Random. Wenn nicht, hatte sie auf jeden Fall nicht funktioniert. Gut, das war das Viertelfinale von Danger Seekers gegen Executive Gaming in dem ESL Weekly Cup Nummer 76. Ich weiß, es war und bin Sisters und Dota, werde das Ganze hier noch weiterhin begleiten und sehe euch hoffentlich im nächsten Spiel. Bis dann, auf Wiedersehen.